Zumindest in dem Spiel. So, lass das. Da kommen wir wieder raus. Hier? Nee, hier ist nix. Aber hier. So, Kristall, nimm mal mit. Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Den müssen wir jetzt nämlich an die Stelle bringen, weil wir jetzt hier raus müssen. Ohne geht ja wohl schlecht. Ja, ich wusste es doch. Scheiß Ding, ey. Ich bring's aber dahin. Schieß. Ich weiß, wie das geht. Ach du Scheiße. Okay. Kein Problem. So, und jetzt komm her und schieß mir diese Brücke. Endlich, wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier erstmal den Boss da hinten. Der weiß nicht, vielleicht kommt er nicht besiegen. So viel steht fest. Kann man überhaupt hier drehen? Nö, kann man nicht. So, wenn wir jetzt hier dran gehen, dann kämpfen wir gegen den. Genau. So, du Arschloch. Ich besieg den mal. Der ist easy. Wenn man genau weiß, wie der geht, dann weiß man. Komm her. Man muss aber auch genau ausweichen, wenn man ihn treffen will. Ist ja schon das Widerliche daran. Weg! So, Penner. Fuck, er hat mich erwischt. Au, scheiße. Komm, werd wieder klar. Den besiege ich. Du Arschloch, du bist so dran. Hat Test. Der ist echt leicht. Den kann man ja auch. Aber Gott sei Dank gibt's ja bald eine God of War 5 Fortsetzung, weil man, wie ich ja weiß, gehört habe auch, dass man dran arbeitet. Da gibt's zumindest bei YouTube, ist mir auch vor ein paar Tagen auch aufgefallen, ein Trailer, dass Kratos sozusagen gegen Thor kämpft. Und das ist ein cooler Trailer. Hätte ich niemals gedacht, dass die sich sowas wagen, gegen denen auch noch einen Kampf zu zeigen. Das bringt echt einfach Lust auf mehr irgendwie. Und das hat bei mir zumindest auch den Hype auch ausgelöst, warum ich auch dieses Spiel nochmal playen wollte. Hier den vierten Teil.
Arschloch. Ich besiege dich. Ja, sorry, dass ich heute so fäkal heute drauf bin. Irgendwie. Weil ich weiß auch nicht warum. Einfach grad mal los. Das Game. Oh, Energie. So, wo ist er? Hinter mir. Komm her. Und du bist tot. Gib ich dir den Rest. So, weißt du was hier? Haben wir den Falschen geholfen? Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Der wird voll irgendwie so... Ich hab keinen Bock mehr und mach einen auf... Ja, ja, ihr könnt mich alle mal, so nach dem Motto. So redet Atreus. Lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Voll so die Vorwürfe. Ja, was ist mit meiner Mutter? Und Na schön. Das finde ich an dem Spiel gut gemacht von der Umsetzung. Auch diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden. Ist ziemlich gut dargestellt. Und? Meine Meinung. War sie nicht? So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssten wir hin. Nein, war sie nicht. So. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht. Ja, Atreus weiß in der Tat nicht, wer du in echt bist. Weil du bist für mich ein Gott. Das ist gut zu wissen. Was früher nämlich im dritten Teil und in den vorherigen Teilen ein Spartaner. So sieht es nämlich aus. Na, wo muss ich da jetzt bitte hin? Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben, sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise... Gutes zu tun. Sag mal, bin ich total verblödet? Ich muss wirklich dahin. Warte mal. Okay. Nein. So, wo war das jetzt? Ich glaube irgendwo hier im Norden. Vom Kompass her. Ist jetzt irgendwo hier sein gleich. Weil wir sind jetzt hier eh fertig in Alfheim. Von daher. Geht jetzt schon. War auf jeden Fall ein netter Kampf. Aber wir gehen hier nochmal hier hin, wegen den Valkyren, die ja auch überall noch verstreut sind. Die wir ja noch nicht gemacht haben. Die aber auch echt bestialisch stark sind, schwer zu besiegen sind. Aber
Diese Herausforderung werde ich mir definitiv entledigen. Um die zu bestehen. Und deshalb würde ich niemals neuere Spiele, wie zum Beispiel das hier, nur wegen der Story spielen. Das wäre absolut langweilig, absolut nicht mein Niveau. Deshalb nur ein Spiel zu zocken, nur wegen der Story, das ist absolut langweilig. Also, wenn ich ein Spiel spiele, dann wirklich komplett und mit allen Sachen, was man zeigen kann. Und wer das langweilig findet und das hier nicht sehen möchte, der ist falsch an. Der ist hier bei mir falsch an der Adresse. So. In Midgard, das wollte ich dazu mal gesagt haben. Den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha. War bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Favnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Ja, wenn ich ihn finde. Was richtig? So, was machen wir denn jetzt? Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh. Können wir aber noch nicht verbessern. Nee, auch nicht. Oh, aber ihm. So. Nächste. Nö. Nö. Nein, können wir noch nicht. Schade. Nicht vergessen. So, dann werden wir erstmal hier wieder gehen. Wir sind ja jetzt hier fertig. Quasi. Vater. Ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckt. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hat. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. So, öffnen und wir reisen wieder eine Runde. Oh yeah. Mit unserem Bifrost. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Ja, wir gehen jetzt nach Midgard. Jotunheim. Vanaheim. Muspelheim. Niflheim. Asgard. Nee. Savanna, Alfheim, nö. Helheim gibt es. Alfheim. Jotunheim. Nee? Hä, wohin? Wo kann ich die Sequenz bitte starten? Warte mal. Hier? Nein. Muspelheim auch noch nicht. Jotunheim.